Wir brauchen junge Menschen, die die Erfahrung gemacht haben, dass man erstens sich alleine Dinge aneignen kann, dass man Kompetenzen erwerben kann, weil diesen jungen Leuten Gelegenheiten gegeben wird, in verschiedensten und unterschiedlichsten Situationen Erfahrungen zu machen, wie man Probleme löst. Nicht, dass man die Probleme für die zur Seite räumt, sondern dass man ihnen Möglichkeiten gibt, in Erfahrungsräumen zu erlernen, wie man Probleme löst, wie man mit Scheitern umgeht, wie man so eine wunderbare Fähigkeit wie Selbstdisziplin erwirbt, wie man Affektkontrolle erwirbt, wie man die Fähigkeit erwirbt, auch mal irgendeinen Impuls, den man da so hat, unter Kontrolle zu bringen, wie man Handlungen plant, die Folgen von Handlungen abschätzt, wie man auch spürt, dass es schön ist, wenn es einem gelingt, sich in andere hineinzuversetzen. Wie toll das ist, wenn man den Nutzen von Disziplin erfahren darf, von Selbstdisziplin. Das wären alles solche Lernsituationen, die wir kreieren müssten, damit das im Hirn dieser Jugendlichen und später unserer Studierenden immer weiter sich ausbreiten und wachsen kann, nämlich diese sogenannten Metakompetenzen, auf die es dann später im Leben so sehr ankommt. Einfühlungsvermögen, Frustrationstoleranz, Handlungsplanung, Folgenabschätzung, Impulskontrolle. All diese sogenannten Soft Skills, die in Wirklichkeit die eigentlichen Skills sind, um die es geht.